Dit is tot 13de program. Jy reden as Johan Dyck. Dat is doch een wonderbare verrecht, dat wie dat woord Gottes bij ons haben, en dat wie to irgendeine tijd te bennen lezen channen, en nicht bloos lezen, ob ook te bennen studeren, wat dit alles meint. Ek weet, da sind zone wat zeien, einer soll de Bibel nicht studeren, wils dan sind wie Schriftgeleerde. Ob er zone Ernstellung is nicht biblisch. Nehmen wir bloß ein Beispiel. Als Jesus nur seine Auferstehung sich die zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus anschlaut, dann wart er an, dass sie die Schrift gar nicht verstanden haben. Sie wären betriebt, dass Jesus, ab dem sie ihre Hoffnung gesagt haben, nu dort wär. Dann sagt dort, dass Jesus an die ganze Schrift erklärt, von Moses an, all die Schriftstätten, wird von ihm reden, dass er sterben muss, in dann aberstohnen. Hei will han, sie sollen die Schrift verstohnen. Dort bewiest ganz klar, dort wie die Schrift nicht bloß lesen, aber auch verstohnen sollen. Da wären erst dort für jeder Christ nur Abgabe von Gott, dort sie sein Wort tschanen, verstohnen und auch utleben. Wir fangen nu an, wie Johannes saß, Vers 59 unterlesen. Dit seht hei an der jüdische Schule, als er in Kapernaum lehrt. Wat Jesus hier gesagt hat, wir dort, wat wir vergonnene Werk durchnommen. Da hat er gesagt, wer mein Fleisch hat, in mein Blut trinkt, der haft das ewige Leben und ich war am letzten Tag abwaken. Wie's mein Fleisch ist das rechte Eten, in mein Blut ist das rechte zum Trinken. Dit wir für viele von dir, wat am nachfolgten, und für die andere Juden gar nicht verständlich. Viele hatten ohne Zweifel bloß eint im Sinn, dass sie in Wirklichkeit mussten Jesus sein Fleisch eten und sein Blut trinken. Dort wisst uns, dass die meisten Menschen das sehr schwer oder sogar unmöglich fingen, geistlich zu denken. Bloß dort, wo sie seinen und feilen können, es verahnt die Wirklichkeit. Jesus meint dit Eten und Trinken nicht buchstäblich, aber geistlich. Dort, wo sein Fleisch und sein Blut bedient, ist dort Lieden und Sterben, wat hei für uns geleden haft. Dort soll wie für uns annehmen. Dort meint dat selbe, was dort zu eten. Wann wir diese Wahrheit leiben und für uns annehmen, dann ist dort so, als wann wir sein Fleisch, sein Lieden für uns abeten. Dort meint, wir wandern dort in uns Leben nu an. Willst du mir stoben nicht geistlich denken können, aber bloß fleischlich, kauft dort nu ne Trennung. Da wir ihn lesen wie dann im 60. Vers. Viele von seine Jünger, die dort hierden sehen, dort erst ne hohe der Red. Wer kann die annehmen? Wot wir hier seinen erst, wo sich die Menschheit teilt, wann sie wort nicht leben in annehmen wollen. Da wir ein Sohne, wot Jesus richtig verstohlen haben, aber die meisten hauden nicht. Dort jaft sehr viele von uns, wot kragt hier in grauter Trubel haben. Wir wollen bloß nicht geistlich denken. Und wils unsere Horten fleischlich eingestalt sein, tja, wie fehlet in der Bibel nicht verstohlen, wils dort jet bloß ab in geistlichen Weich zu verstohlen. Aber so ist das Vers sagt, wir für die meisten Menschen diese Wahrheit über Jesus sein Fleisch und Blut, ne aufschüvende Red. Versäumt hauden sie an ihre Horten keinen Glauben. Der Red wir veran nicht bloß hort, an dem sein dort die Schworte verstohnen wir. Der wir an bloß tau hort, zu denken, dort an sonst es dit noch fehlt, um seilig zu worden. Sonst wollen sie bloß nicht annehmen. Dort ist all viele von uns so gegonnen. Wir haben Menschen das Wort Gottes gesagt, aber die verschmieten dort. Sie sehen, dort ist gar nicht zu verstohnen. Andere sagen, dort ist mir zu schwer, überleben. Dort kann ich bloß nicht annehmen. Die geratste Trubel ist aber ein ganz anderer. Dort ist die Unglauben, dort wie Jesus seine Erlösung überhaupt nicht brücken. Ein Krieg dort passiert hier. Aber nun sei wie dort das Trubel wieder jink, als bloß bei den Menschen, wo am Morgen von Tiet zu Tiet noch folgen. Wir lesen in Vers 61, als Jesus aber bei sich merkt, dass seine Jünger dort eben unzufrieden wären, frug er an, steht jün dort?
Sogar wie seine Jünger, wird ihm doch so gut schanden, wie du Unzufriedenheit. Sogar mag die, wie noch immer viel anglauben in menschliche denken. Sogar diese engen Nachfolger können sich dort nicht verstellen, dass sie würden Jesus sein Fleisch in Blut tausig nehmen. Sicherlich dachten sie auch bloß menschlich und können sich so nicht verstellen. Dort würd ihr meinen, dass Jesus wird sterben müssen, und dort wird das Witzte auf von ihre Gedanken. Petrus hat je Jesus sogar beschwicht, als er vom Sterben red. Er hat je zu ihm gesagt, sonst soll die aber niemals passieren. Zu dieser Wort von Petrus brückt Jesus aber einen sehr harten Ausdruck, wie sie sagt zu ihm, go hinter mir, Satan. Und nu fragt Jesus an, eine sehr direkte Frage. Vers 62. Was wollt ihr dann sagen, wenn ihr den Menschen sehen, wo in seinen Trink durchan fahren, wo er erst wir? Ich glaube, Jesus meint damit zu sagen, dass wenn die Jünger diese Wahrheit von seinen Lieden und Sterben nicht begriffen und annehmen können, wo würden sie dort dann annehmen können, wenn er an Verloten in Trink um Himmel fahren würde, von wo er hergekommen wäre? Wir lesen Vers 63, wo das sagt, dort Leben krie wie durch den Geist, dort Fleisch kann dort ein Nuscht halten. Die Wieder, die ich zu jünd red, die sind Geist und die sind Leben. Sogar an muss Jesus denken helfen, geistlich zu denken und nicht fleischlich. Ganz klar sagt er anu, dort dort, wird er geredet hat, es bloß geistlich zu verstehen und zu begriffen. Aber wo kann einer geistlich denken, wenn einer gewarnt ist, bloß fleischlich und irdisch zu denken? Das große Problem hier ist, die Unglauben. Und dort ist auch, wo ab Jesus dann hinwiest. Vers 64. Aber manch jünd sind Söhne, wird nicht leben. Wie's Jesus wisst, von Anfang an wohnt die Viren, wird nicht leiden, in wer am verroden wird. Aber wo kriegt einer Glauben, wann einer den nicht haft? Dort wird nu wie seine Jünger die früher gewas sennen. Hei wisst ja all von Judas, dort der am verroden wird. Aber wer wären dann die andere, dort noch ärmer nicht lebten? Uns wurde nicht gesagt. Jesus aber wohl an ein Ding klar merken. Und dort wir, dort kein Mensch kann üt sich selbst in radenden Glauben an Jesus kriegen. Einer kann sich so sehr anstrengen aus einer Welt. Üt uns selbst in üt unsere sündige Natur kämpft kein Glauben. Dort merkt Jesus an den nächsten Vers sehr klar. Vers 65. In ihr seht, da werden sie dich zu jünd, keiner kann um mich kommen, büter, dort am dort von meinen Vater gejeft wird. Dit betont Jesus noch einmal zu seine Jünger, in all die, wat je grunst haben, über seine Lia. Wir können nicht uit uns selbst nur Jesus kommen, in gerat worden. Gott mott uns derch seinen heiligen Geist nur Jesus tragen. Jesus mott vor uns so antragend worden, dat wir uns arm ganz hangeben wollen. Wat dort vor all die, wat am gehirt haben, wieder meint wir, dass sie bloß üten menschliches Verlangen am Neue falscht wären, aber nicht üten vertrühendet hort, wat Gott abgeweigt hod. Wat wort dann, als Jesus dit gesagt hod? Vers 66. Von dann an jingen viele von seine Jünger träg, und jingen nicht mehr mit am. Dort sind wirkende Kosten, wann wie die Wahrheit seien. Dann verloten uns sogar unser Freund, in einstemol auch sogar, unsere Älteren und Geschwister. Als dort passiert, seht Jesus zu seinen 12 Jünger so. Vers 67. Will je auch weich gehen? Nu mussten sie sich alle fragen, ob sie wirklich noch an Jesus vertrauen haben oder nicht. Wollen sie auch abhören und zurückgehen nach ihrer Arbeit, was sie vorher haben? Dort wäre nun eine Stunde, wo sie sich entscheiden mussten. So ist wie dort all von Petrus gewandt sind, wie er die erste Wort ab Jesus seine Frau antworten deid. In Vers 68 sagt dort, dann antwort Simon Petrus amen seid, Herr, wohin soll wir gehen?
Deine Wird sind ewig Leben, und wir haben dich leift in erkannt, dass du Christus den lebenden Gott sein sehen wirst. Das ist das Wunderbare über Petrus. Hei wir Ferken sehr schwind umreden, und einst mal wie dort, wo er seht, das ganz erreichte, so ist in das erste Beispiel, wo ich erst gauf. Aber hier, so ist auch wie verschiedene andere Mal, gauf hei ein sehr klaret Bekanntnis. Ich denke hier an die Zeit, als Jesus die Jünger frug, wer seien die Menschen, sie ich? Als er anderen frug, wer sei dochten dort he wir, antwort Petrus auch ware und seht, du bist der Christus, der ewige Sohn Gottes. Diese Antwort hier ist nicht viel anders. Petrus wie hier ganz übersicht, dass er kein anderer war wie als Jesus, dem seine Lehre und seine Wieder an das ewige Leben geben können. Jesus seine Antwort darauf hat uns vielleicht wundern. Er sagt zu an, habe ich jünd 12 nicht erwählt? In ein von jünd essen bei Safint? Er redet hier aber von Judas, Simon sein Sohn Ischariot, der am Lothar verrot und wir aber eint von den 12. Mir ist das klar, dass Jesus gerade diese Minute wählt, um seine Jünger ob was noch geratet rein zu merken. Das wie auch schwor genug gewasst, innerlich zu verdäven, dass so viele Menschen ihren Haaren verleiten. Dort, wo noch kommen wird, wird für diese Jünger noch schwieriger sein und wird ihren Glauben noch doller ausproben. Dort wir, dort einer von an, wird Jesus ab ein sehr abscheißlicher Weg verroden. Einer von an wird so daunen, als wann er ganz mit Jesus dabei wir, und dann plötzlich der Jan ja sehnen, wot Jesus verdartig stecker selber verkeipen wird. Eintät Jesus hier oben nicht. Hei nannt Judas nicht. Ich nehm an, hei will Judas noch mehr Gelegenheiten geben, sich zu verändern. Und damit kommen wir dann bei das 7. Kapitel. In das 7. Kapitel von Johannes, wo wir seinen Wode gefahren, und wo die Wahrheit stand in Jesus sich immer doller vermehrt. Dort wie hier ungefähr an die letzte Saßmonat von Jesus sein Leben. Wir waren hier 2 Begebenheiten beleben, wo Jesus sehr auf eine Probe gestellt wird. Wir fangen wie fast ein an. No dit ging Jesus in Galiläa rum, wills er wohl sich nicht länger in Judäa abholen, wills die Juden am Dorn um Leben stunden. Nu wie ober die Juden er Laufboden fast dich bi. Wann dort hier von dat Laufboden fast redt, dann meint dort eint von de 3 wichtige Faster, wot jeder Jahr gefiert worden. Do wie dat Passafast, dat Pfingstfast, und dat Laufbodenfast. Dit Laufbodenfast wort anfangs Oktober gefiert. Dort wie ein Fast, wann sehr viele Menschen nur Jerusalem kommen. Sie wohnten da nicht in Hisa, aber sie mögen sich kleine Bauden und Aster mit Bläder daran. Dann wohnten sie während der Zeit vom Faust der Bernen aus ein Andenken an die Zeit, als sie als Volk für 40 Jahre in der Wüste und selten in Bauden wohnten. Dorwein nannten sie dort das Laufbodenfast. Mit dieser Farsch wird uns dort klar, wo Jesus wir und auch worum er nicht in Judäa wir. Er bleibt nu hauptsächlich in Galiläa. Dort wir ja auch der Gegend, wo er abgewachsen wir und wo seine Eltern und Halfgeschwister wohnen. Nu kämpft aber die Frage ab, auf er sich wird wählen, nach Jerusalem zu gehen, um dort fast zu feiern. Wir lesen dann in Vers 3. Dann sehen seine Brüder zu ihm, merkt die Reiden, go nach Judäa, dort deine Jünger auch die Worken seinen, die du däst. Wer du wel bekannt worden, blifft mit seine Worken nicht im Geheimen. Wann du so wat däst, dann lot die von der Welt seinen. Weil seine Brüder leifden nicht an ihm. Hier ist die erste graute Probe, in die kämpft von dei, wat am det notste wären, seine Geschwister, seine Halfbrüder. Vielleicht wunder, wie wer die Halfbrüder wären. Dort wären die Brüder, wat Maria und Josef taub gehaut hatten, no dem Jesus geboren wort. Jesus wie je nicht Josef sehen,
ober Gott sin sehen, derch den Heiligen Geist in Maria. Wat wie hier dann die Prove? Die lacht doren, dat sine enige Schwester nicht an am Gleibden. Wat die hier to am Seden, wir nicht wirklich am Ehrenst gemeint. Det wird wie sein, dat wir in der Sort spotten Eva am. Sie hoden kragt so gut kunt sein, wann du gleibst, du bist so graut und wichtig, dann go bewies deine graute Kunst anke Menschen. Det wird die Wach, wo sie ehren anglauben Eva am, uttrakten. Bist du vielleicht auch ne Person, wo tüs maget je Schwester utholen mot? Vielleicht hast du Jesus in dein Leben abgenommen und hast euer fangt, im bekehrtet Leben zu leben. Du weißt, dass du nicht mehr auf Gas gehen sollst, willst du meistens solche Rät und solche Donnerwort, was kein Christ mehr daunen soll. Nu kommen aber deine Schwester und deine Freunde und proben die zu bereden, dass es nicht schaut. Dort ist dann eine graute Probe, auf du standhaft blieben wurscht, willst du deine Schwester sind, was es sein daunen. Wort hat Jesus mit diesem Rot von seinen Breiter? Farsas sagt, dann seht Jesus zu an, meine Tiet ist noch nicht gekommen, aber jene Tiet ist immer da. Je kennen die Welt nicht zu wahren Sennen. Me aber kann sie nicht lieden, wills ich an dort verhaul, dort ihre Wolken vom Beisen stammen. Die wieder, wat Jesus hier brückt, wann er sagt, seine Tiet ist noch nicht gekommen, sind dieselbe, wat einer brückt, wann einer sagt, die Tiet zum Draschen ist noch nicht gekommen. Hier ist gemeint, dass seine Tiet num fast zu gonen noch nicht rieb wir. Wann er nu mit seine Geschwister in die graute Schor vom Volk ging, dann konnte leicht so loten, dort er sich do abspielen woll, und dort wurde die jüdische Leider noch aufjanst ja merken. Seine Breider ihre Tiet wie immer do. Sie konnten zu irgendeine Tiet gonen, wie's keiner an nur das Leben trachten deid. Sie hoden eine Welt keine Feind, wie sie sich nicht je in die Welt abstalten, so es Jesus dort deid. Du möcht ja wie auch rechnen. Wann wir alles merken, wat der Welt uns beiden deid, dann wo wir auch keine Feind in keinen wahrer Stand haben. Der wahre Stand kämpft bloß, wann wir uns entschlüten, für Jesus zu leben, in am Note folgen. Dann seht Jesus zu seine Breider, in der des Vers 8, Gott ihn umfasst, ich will noch nicht. Meine Tiet ist noch nicht hier. Was er dort oben zu einem gesagt hat, bleib hei in Galiläa. Dit wiest uns, dass Jesus noch ein bisschen schlüren will, eier hin oder fast jenk, um kein grautet Abseinen zu merken, worüber die jüdische Lehrer sich sehr abreihen würden. Wir fingen aber, dass Jesus dann ein bisschen Lothar allein dahin jenk mit seinen Jünger taub. Dort sagt den Verstehen, ob er aus seine Breiter erst hingegonen wären, jenk hei auch nun fast, nicht openbar, hei hielt sich träg. Die nächste Farsch beschrift nu, wo du dann in Jerusalem tau jenk, eier Jesus betor wir. Vers 12. Du wort maket Volk, ob er sei ja ewa am gerät. Ein Geseden, hei es fromm und gaut. Andere ob er seden, nee, hei verleit hat Volk. Aber keiner red fri von am üt Furcht für die Juden. Diese Farsch wiesen uns, wo sei ja Jesus alle Wehen bekannt wir. Wie so'n grautet Fast hoden so alle gedacht, wo er seinen. Nu wart nur am gesagt. Wie seinen aber auch, wo dort eber Jesus sehr verschiedene Meinungen gauf. Eint wie aber klar, die Menschen hoden alle Angst, openbar von am zu reden, willst dort kon meinen, dort sei von ihre jüdische Leidersch dann den Utschluss kriegen würden. Hast du mal darüber noch gedacht, dass es von dir noch sei so ist? Viele Menschen interessieren sich für Jesus, aber sie haben Angst, openbar davon zu reden, wie's Menschen sich durchwehen können abholen. Dort jaft auch von dir noch dieselbe verschiedene Meinungen. Einige sind für Jesus, andere sind jenen am. Wo stehst du von dir auch? Hast du die all für am abgemerkt? Weißt du all, auf du sie Nofolger bist? Oder zweifelst du noch immer? Vielleicht hast du am angenommen aus den Radar, aber du hast Angst, zu irgendwem davon zu reden. Jaff die am doch ganz hahn,
en don't wat andere mensen zeien. Hij wordt die door hen zerstoken, dat u kost een vrede zij voor hem zennen en voor hem een reinend leven vieren. En daar waar we voor deze werk moeten afsluiten, in het nächste Mal zijn en woudet dan voor Jezus weer als hij wat doorgeheim. Wel we nog beden. Lieve Herr Jezus, help al die wat vandaag nog even die twijfelen. Lood zouden doch ten een klare erkentnis van die komen. Ik bid ook voor al die wat die navolgen doen, dat du aan alle angst waagneemst even dat wat de wereld even aan zegt en denkt. Lood aan alle vrede zeien zennen voor die. Amen. Wann je nog vragen han, even dat wat je op dit program geheerd han, mijn telefoonnummer is 205-356-0523. Ik wens je allen een goede week. Op aan hier.